Was geht ab, meine echten? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir etwas, das sich viele von euch gewünscht haben. Ihr habt gesagt, bitte geht nach Frankreich, macht eine Hood-Episode in Paris und natürlich machen wir es. Das Wichtige ist, und das will ich einmal im Vorhinein sagen, du kannst nicht einfach in so eine Gegend hier gehen und hier rumfilmen. Ne? Man muss immer irgendjemanden dabei haben, der die Leute hier kennt, weil es gibt immer, sag ich mal, Leute, die so ein bisschen so einen Block in der Hand haben und ein bisschen was zu sagen haben. Und wenn dir diese Leute keine Erlaubnis geben zu drehen, dann kannst du einfach nicht drehen. Das soll nicht heißen, dass wir Leuten nicht empfehlen, sich auch mal andere Ecken in der Welt anzugucken. Aber grundsätzlich muss man auch immer ein bisschen auf seine Sicherheit achten. Modinho, ein Mensch, der überall auf der Welt gelebt hat und natürlich auch in Paris, auch in Bournil, ist wieder mit dabei. Möchte euch auch ein bisschen was erzählen, möchte euch ein bisschen was zeigen. Und ja, deswegen sind wir heute hier in Neuf-Trois, Saint-Denis in Clichy. Clichy ist diese Clichy ist Stadt hier. Stadtteil hier. Ja. Und natürlich, wie du weißt, jede Ecke hat eine eigene Nummer. Saint-Pontieu heißt das. Clichy oder Neuf-Trois. Genau. Das ist auch da geschrieben. Saint-Pontieu, das heißt die Gebäude. Diese Ecke heißt das. Ja. Neuf-Trois. Dazu kann ich einmal, wenn ich dir ins Wort falle, dazu kann ich einmal sagen, wir haben schon etwas gedreht gestern mit anderen Leuten im Bereich 9.5. Jetzt sind wir in 9.3, so wie Modinho schon gesagt hat. Das ist also immer der Anfang von der Postleitzahl und das ist die Hood sozusagen, die die Leute repräsentieren. Und hier ist 9.3, also 93, das repräsentieren die Leute hier. Und wir geben euch heute exklusiv die Möglichkeit, dass wir hier in diesem Block einmal uns umschauen können. Und ja, ihr seht, sieht schon anders aus auf jeden Fall. Müll auf Boden. Sie sind ja noch so freundlich, dass sie einfach Müll bis hierhin bringen. Weil manchmal schmeißen sie einfach Müll vom Fenster runter. Also Müllabfuhr kommt hier nicht regelmäßig, sondern kommt, wann die Bock haben. Wenn die Bock haben. Ja. Vielleicht wollten wir den Leuten einmal erklären, was Bonnier überhaupt bedeutet, damit die Bescheid, guck mal, hier vorne haben die Scheibe eingeschlagen. Wahrscheinlich lag da irgendwas drin, was irgendjemand gebrauchen konnte. Wir erklären euch einmal überhaupt, was Bonnier bedeutet, damit ihr das versteht. Modinho, fang du einfach an, wenn noch mir was einfällt, sage ich denen das auch, aber erklär erstmal. Bonnier ist damals eigentlich gewesen, eine Ecke außen Paris, das schön werden sollte. Das für die Leute, die Ruhe haben wollen, dass sie auch... Arbeiterklasse, also Arbeiterklasse. War jetzt nicht für die Luxusleute, aber war für die Arbeiterklasse einfach so eine Art Vorort, wo die leben sollten. Und aus das ist natürlich was anderes von gekommen, ist mehr Ghetto geworden. Leute, die kein Geld haben, keine... Ich kann erklären, also sage ich mal, Leute mit Migrationshintergrund, wie man so schön sagt, ne, sind nach der Zeit immer mehr in diese Vororte gezogen. Ja. Wie ist das gekommen? Weil... Innenstadt Paris ist immer teurer geworden zum Leben. Und diese Bezirke außen, die haben ja eine gewisse Distanz. Das heißt, man ist nicht direkt drin, es ist nicht so attraktiv hier zu wohnen. Die wurden immer mehr, sage ich mal, von den Leuten bewohnt, die aus anderen Ländern zugezogen kamen. Ich kann dir versprechen, dass vielleicht in dieser kompletten Gegend vielleicht 8% bis 85% gar nicht arbeiten. Keine Arbeit haben. Keine Arbeit haben. Und diese Wohnung, wie du siehst, zeige ich auch gleich, die siehst du zum Beispiel. Viele arbeiten nicht, da muss man was einfallen lassen. Das heißt, da gibt auch Leute, die einfach auf dem Parkplatz hier einfach ein Auto an Arbeiten sein. Ja. Und bevor das zeige, kommt erstmal mit in dieses Gebäude. Man könnte halt denken, und ich weiß, dass viele Leute draußen auch so Vorurteile haben, die sich zum Beispiel denken, das Ganze hier, dass die Tauben da rumfressen, dass alles so kaputt ist, sieht so aus, weil die Leute kopfmäßig so sind und das Ganze so kaputt machen. Aber eigentlich ist es auch ein politisches Problem, weil die Leute hier komplett im Stich gelassen werden. Ne? Hier gibt es keine Absicherung mit Polizei oder irgendwas. In solche Ecken, in solche Blocks hier kommt keine Polizei rein. Ja? Die Leute haben kein Geld teilweise für Autos oder die Autos sind kaputt, fahren viel mit der Bahn, aber mit der Bahn ist weit in die Stadt. Das heißt, die verlieren auch ihren Anschluss zur Gesellschaft. Deswegen die Leute, die hier wohnen, die kennen nicht was anderes. Für denen ist das Luxus. Ja. Wir Leute in Deutschland natürlich denken was anderes, aber für denen ist das Luxus, weil die kennen nicht was anderes. Wenn du was Besseres kennst, dann wird das natürlich was anderes sein. Aber die können das nicht. Die sehen zum Beispiel ein Auto ohne Reifen, hängt einfach so und du siehst einfach, was ist. Ich glaube, so ein Hauseingang, wenn wir so einen Hauseingang in Deutschland sehen würden, sag mal ganz ehrlich, jeder von uns würde denken, das Haus steht leer, ist abrissbereit, keiner würde hier wohnen. Nein, aber hier wohnen Leute. Hier wohnen Leute, aber nicht alles, wenig. Alles viele Leute. Hier siehst du zum Beispiel, da ist kein Glas drin. Du machst auch schön gesehen. Oh. Was siehst du?
Da gibt kein Glas, da gibt nichts. Das heißt. Aber die Scherben liegen noch hier ein bisschen rum. Und wie du siehst, Graffiti an die Wand. Hier siehst du wieder eine Sprache, wo die ihre Gegend zeigen. Ne? Und das ist sehr wichtig. Ja, das hier sind die Briefkästen. Ne? So siehst du hier, ich wohne so viele Leute haben. In eine Haus, in eine Wohnung. Wohnung. Und die Haus, Wohnung, wie viele Zimmer haben die Wohnung hier? Manchmal 40 Quadratmeter. So kommen eine Person hier, eine petite Maison. Eine petite Maison, non? Ja, souvent, weißt du, beaucoup de gens. Das heißt, er sagt, es sind viele Leute in kleine Wohnungen. Aber guck mal, wie viele Leute in eine Wohnung wohnen. Guck mal. Ja. Manche bezahlen keine Miete, weil deswegen kommt die Polizei nie hier. Ja. Gibt nicht, guck mal hier. Nimm einfach 73, aber ohne Namen. Wie kommt dein Brief an? Weiß keiner. Ich wollte dich gerne mitnehmen. Kannst du selber sehen, kann Max, wie gerade gesehen hat, wissen. Ja, ich war ja selber früher in Paris, auch in Saint-Denis gewesen, aber eine andere Ecke. Mhm. Und da waren die Häuser auch teilweise so. Wenn du guckst, hier Pisse auf dem Boden, ne? Irgendjemand hat hier hingepisst. Siehst du? Ne? Müll. Ein sehr, sehr... Ja. Aber wir würden denken, bei uns wäre das so eine Bude, wo normale Junkies wohnen. Aber das ist einfach. Ja, das ist einfach Familienwohnung, hier wohnen Familien, gerade Frauen, Mann. Hier siehst du Müll, ne? Leute schmeißen einfach ihren Müll runter. Hier wohnt, so ein Beispiel, du siehst keine Klinge, weil das heißt für den, keiner weiß, wo du wohnst. Ja, die sind viele Menschen, die hier in diesen, sag ich mal, Gebieten wohnen hier wahrscheinlich illegal, haben keinen Ausweis, keinen Pass. Und dann sind irgendwelche Cousins oder Cousinen oder Familie, Onkel, Tante, die schon hier wohnen und sagen, komm, bei uns im Haus ist eine Wohnung frei geworden, komm vorbei. Ne, komm, wir gehen einfach Treppe hoch, können wir auch. In diesen Gebäuden, in diesen Gegenden gibt es meistens irgendjemanden, der ganz oben sitzt und das Sagen hat und uns praktisch auch die Möglichkeit gibt, dass wir hier drehen können. In einem kompletten Haus wohnt immer eine Person, die was zu sagen hat. Diese kompletten Gebäude besitzt. Das heißt, alle Jungs arbeiten für ihn, alle Jüngere arbeiten für ihn. Was sie arbeiten, werden wir jetzt nicht sagen. Auch nicht sagen, aber die arbeiten für ihn. Die tun, was er sagt. Und wenn du nicht tut, was er sagt, hast natürlich du als deine Familie ganz Probleme. Ja. Deswegen, die haben keine andere Wahl, die haben keine andere Lösung. Deswegen, egal wo du hängst in Paris, jeder Block besitzt einer. Ja. Das ist Fakt. Ja, was du halt auch hier sehen kannst, dazu werde ich dir uns aber gleich noch eine Geschichte erzählen. Der Block ist praktisch so quadratisch aufgebaut. Das heißt, es gibt nur einen Eingang. Für die Polizei. Für die Polizei, für die Autos. Aber die können nicht reinkommen. Die haben die anderen, die Jugendlichen und alle, deswegen sind die ganzen Türen offen. Die Ausgänge nach links und rechts raus zum Weglaufen, alles offen. Die sind alle offen. Die sind alle offen, damit man reingehen kann. Aber die Polizei hat nur einen Weg praktisch rein. Das ist eigentlich quasi hier, für die Polizei reinkommen. Ja. Aber alle Wegen, dass du siehst, hier hinten Tür, da kommst du raus, da kommst du raus. Die Polizei können die nicht entwischen. Da oben, die klettern nur von links, rechts. Deswegen kommt die Polizei um hier. Und das Schlimmste ist, die Polizei kommt noch nicht mal. Man sieht, dass die Armut hier ist sehr krass. Die Leute nutzen ihr Auto nicht zum Fahren, sondern die nutzen ihr Auto, weil die Wohnungen so klein sind, um ihre Sachen da drin zu verstauen. Autoteile, um Auto zu bearbeiten und Auto, alles Klamotten und so, die machen alles rein. Guck mal, die Autobeispiel, die haben kein Spiegel, aber die machen alles. Guck mal, die Reifen, ne? Wie du siehst. Macht Autoreparatur hier. Und macht auch Reparatur. Das heißt, die Leute sind auch darauf angewiesen, dass sie sich gegenseitig helfen. Da ist auch nochmal das Thema, wie gesagt, in so einem Block halten die Leute alle komplett zusammen. Wenn du ein Außenstehender bist, kriegst du hier nicht den Kontakt. Wenn du ein Problem hast, zum Beispiel der eine weiß, wie man eine Küche repariert. Nicht mal, weil er ein Küchenbauer ist, sondern er hat sich selber beigebracht. Der kommt von da, geht zu jemand anders, repariert die Küche. Der andere kann ein Auto reparieren. Du sagst, ich habe ein Problem mit meinem Auto. Okay, da wohnt der und der, er kann dir helfen. Das heißt, die halten alle zusammen, weil sie zusammenhalten müssen. Sonst ist das Überleben hier nicht möglich. Ja? Ist sehr unmöglich. Die Jungs, die sind in dem Quartier d'ici, da. Sie sind verkürzt von der Polizei. Die Polizei ist auf dem Terrain derrière. Also, es gab mal hier eine Situation, dass zwei Jugendliche von der Polizei gesucht wurden. Ein Afrikaner und ein Araber. Ne? Die Polizei ist denen hinterhergelaufen und die beiden Jungs wollten sich verstecken. In einen Stromkasten. Ihr habt es ja schon hier gesehen, hier ist alles offen, alles ist kaputt. Das heißt nicht wie bei uns, dass der Strom übrigens... Unser Auto hier ist sicher, macht euch keine Sorgen, ne? Der kann da so weiterstehen, wir sind hier abgesichert. Sonst ist kommt die Jungs haben so einen offenen Stromkasten gefunden und sind da reingegangen.
Dadurch, dass die Elektrizität wahrscheinlich sehr nah an den Körpern war, ist es dazu gekommen, dass sie komplett verbrannt sind. 2005. 2000. Depuis ce jour-là, 2005. Ça a explosé. 2005 war das passiert? Ja. Danach ist diese Ecke bergab gegangen, explodiert. C'était la guerre avec la police. Dann, mais pas que ici, dans toutes les banlieues, mm-hmm. en France, mm-hmm. quand ils voyaient la police, yeah. ils avaient contrôlé, parce qu'en fait, c'était de leur faute, tu vois. Der sagt beispielsweise, ab dem Moment mhm. ist der Krieg angefangen in Paris, vor so ungefähr ein Monat, anderthalb Monaten ja. ist der Krieg angefangen. Ja. Nicht nur in dieser, es ist passiert, aber war nicht nur, dass die den Krieg machen. Ja. Jede Banlieue in Frankreich hat, egal wenn Polizei reinkommt, ja. dann ist der Krieg. Ne? Die haben an dem Eingang da vorne mhm. Müll liegen. Ja. Die haben an dem Eingang hier Müll liegen. Mhm. Matratzen brennen sehr gut. Das heißt, wenn die zumachen wollen, nehmen die einfach das auf die Straße, alles. Zünden das an und keiner kommt rein. Du siehst rein. Auch, weil du siehst Beispiel, da ist kein Eingang, dass die Polizei da runterfahren kann. Das ist, wenn du hier kommst, dann sind die blockiert und da sind die auch blockiert. Hier siehst du wieder, der Hauseingang ist genau wie der andere Hauseingang. Gleiche. Anscheinend gibt es hier auch eine Krücke. Siehst du? Du siehst, es geht immer weiter. Wenn du dachtest, das war das einzige Gebäude, nein, da oben ist schon wieder das nächste Gebäude. Das ist alles ein Block. Natürlich die Ecke, wo hier. Siehst du Beispiel die Steine, die auf dem Vorbereiten liegen. Reifen weg, guck mal drinnen. Ein Atlas steht einfach hier, als ob kein Atlas ist. Ja, und die Leute werfen einfach ihren Müll, siehst du, aus dem Fenster. Hier ist gegen 9-3 wieder. 9-3, ne? Die haben hier was zu sagen. Ja, boah. Was geht ab, meine Echten? Wir sind gerade hier in Paris. Wir haben einen ganz alten Freund von mir, der steht hier hinten mit der Sonnenbrille, das ist Cheb Tariq. Hallo. We know each other for already. 10 years, more than 10 years. Wirklich ein sehr guter Freund von mir. Über diesen Mann hier brauche ich nicht mal sagen, Modinho. Ihr wisst Bescheid. Und hier unser Präsident von diesem Bezirk, Quaf. Der hat uns heute ganz viel hier gezeigt, Leute. Seid gespannt auf das Material, was wir hier gedreht haben. Ich kann nur sagen, es ist sehr interessant geworden. Checkt das aus, los geht's. Wie du siehst, Beispiel, in Frankreich ist natürlich anders als in Deutschland oder irgendwie was. Hier siehst du selber, wir versuchen united zu sein, wir sind alle. Und du siehst einfach, wir sind alle Multi, Afrikaner, Araber, von aller Ecke. Wir leben in einem Gebäude hier. Die Stadt tut gar nichts dafür. Ihr lasst die Leute einfach leben, wie die wollen. Die machen, was die wollen. Die kriegen Unterstützung, kriegen die gar nichts. Deswegen muss die was machen, um zu überleben. Das heißt für den in diesem Gebiet, die sterben dafür. Das heißt, zusammenhalten müssen sie. Wenn die nicht zusammenhalten, als Gruppe, als Familie, geht gar nichts. Das ist natürlich sein Bruder. Okay. Natürlich auch Bürgermeister. Ici dans ce quartier là, il y a 40% des jeunes qui sont au chômage, n'ont pas de travail. Presque la moitié. Der Mainz ist gerade Beispiel 40% von den Jüngeren, die hier wohnen, keine 40-50%, keine arbeiten. Okay. Keine studieren auch nicht, die machen nichts anderes als in die Gegend stehen und natürlich machen, was sie machen sollten. Also sorti tout le monde? Personne habite là-bas. Personne. Der Mainz jetzt gerade Beispiel in diesem Gebäude wohnen gar keine Leute mehr. Die Stadt hat versucht, die Leute rauszuziehen. Das heißt, in diese Gebäude wohnt gar keiner. Ist das so wie in anderen Städten, dass zum Beispiel die auch Stress haben, sag ich mal, mit anderen Stadtteilen? Oder ist so deren Stadtteil, niemand anders kommt und die haben keinen Beef so untereinander? Oder haben die auch Beef mit anderen Stadtteilen? Eine kleine Guerre, quand même. Okay, aber. Entre jeunes, un peu, pour les jeunes. Okay. Petit, pas les grands. 17 ans. 15-17 ans. Da meint jetzt Beispiel, die erwachsenen Leute von den Klassen, die Älteren, machen das nicht mehr. Ja. Aber die Jüngeren, die hier wohnen, die so 16, 17 bis 18 sind, die nehmen das natürlich sehr, sehr ernst. Okay. Die sind reifer geworden. Ja. Die machen natürlich die Sache, haben zum Beispiel Stress mit anderen Gegen, andere Blocks oder irgendwie was, die, wo die Stress mit haben. Und die als ältere Leute natürlich nicht mehr. Die sind ja raus von dieser Szene. Du siehst es überall eigentlich, ein Block nach dem nächsten, wie Modinho schon gesagt hat. Man geht unten durch, man kommt zum nächsten. Du siehst auch, alles ist miteinander verbunden, aber alles ist ziemlich verwinkelt. Wir versuchen auch, so wie wir euch das von, beziehungsweise in jedem von meinen Hood-Videos, und das ist krass,
in Los Angeles, in Amsterdam, überall ist es im Grunde genommen so, dass sie viele Häuser abreißen oder versuchen, die Leute aus den Häusern zu vertreiben, um neue Häuser zu bauen und die Leute hier wegzubekommen. So sah das vorher aus praktisch und das haben sie komplett so abgerissen. Ja. Also, ach, das Video wird eh demonetarisiert, Bruder, ist egal. Also hier ist ein Code, wo zum Beispiel auch steht, The Police. Ne, wenn ihr versteht, was ich meine, so kennzeichnen die, dass halt die Polizei hier in diesem Block nichts zu sagen hat, sondern die Jungs hier was zu sagen haben. Hier siehst du zum Beispiel auch Graffiti, wo die ihre Gegend mit kennzeichnen. Die haben zum Beispiel hier so einen Cut. Also Zone 4, also ein Z und eine 4 siehst du zusammen. Somit kennzeichnen die sozusagen ihre Gegend, damit die Leute wissen, wer hier ist. Und wir haben auch hier ihre Postleitzahl. Das ist die Postleitzahl, weil es ist wichtig, zum Beispiel, wenn ihr auch französischen Rap hört, ihr hört immer, dass die ihre Postleitzahlen sagen. Immer die ersten beiden Stellen. 94, 95. So merkt man auch, von welcher Ecke du kommst. Und genau. Dann weißt du auch, Beispiel, ja. Wenn die Prostata einsage, dann weißt du direkt, oh, ich komme vom Servran, ich komme von Saint-Denis, ich komme von dieser Ecke, ich komme genau. Von dieser Ecke. Hier kannst du zum Beispiel, hier siehst du, in so einem Cut, dann in seinem Block natürlich, auch ein Bruder von uns, in seinem Block, Zone 4, zeigt er Beispiel. Du hast Beispiel, ich kann dich nicht besuchen. Geht nicht. Ich habe kein Telefon. Das heißt, Bruder, wo bist du? Du kannst mich nicht besuchen. Das ist Zone 4. Zone Cut. Ha? Quattro. Also oh, früher. Quattro. Weißt du das? Hier kannst du nicht besuchen. Gibt nichts. Wir warten jetzt die ganze Zeit, dass der Aufzug kommt, aber wie das leider in solchen Gebäuden ist, manchmal funktioniert der Aufzug, manchmal funktioniert der Aufzug nicht. Genauso wie das Licht. Nichts funktioniert nicht. Nichts funktioniert. Dunkel. Bruder, wie lange warten wir auf den Aufzug? 10 Minuten oder 15 Minuten. Der Aufzug funktioniert einfach nicht. Das heißt, du musst dir vorstellen, wenn du hier wohnst, zum Beispiel mit deiner Mutter oder so, und sie kommt mit Einkaufstaschen, du musst einfach hier stehen, die ganze Zeit warten, oder sie muss die ganze Treppen, das ganze Treppenhaus hochlaufen, damit sie, genau, guck mal hier. Wenn der Aufzug nicht funktioniert, dann musst du halt komplett Treppenhaus hochlaufen. Ne? So, auf jeden Fall, die Jungs haben uns jetzt mit aufs Dach genommen. Hier sind noch ein paar Überreste. Vielleicht war das auch die Klingelanlage von unten. Aber was auf jeden Fall krass ist, und ich glaube, diesen Einblick kriegt sonst keiner in Deutschland, dass er hier in Bonnier mitgenommen wird und hier auf dem Dach stehen kann, weil die Einheimischen das erlauben. Das ist auf jeden Fall richtig krass. Und du siehst von hier, wie weit sich deren Viertel komplett erstrickt. Ist auf jeden Fall richtig krass, sag ich mal, hier oben so zu stehen, das zu sehen. Ich glaube, wir sind auch fast auf einem der höchsten Gebäude hier, ne? Ja, das ist einfach nur. Mal sagen. Das höchste Gebäude hier. Sehr, sehr, sehr schön. Das haben wir schon in dem Video in Bochum gesagt. Dass immer die Leute mit Einkaufswagen da stehen und immer aus Einkaufswagen Essen verkaufen mit Maiskolben. Das habe ich in meinem Video einen Tag mit Max Cameo über Paris, über Frankreich gesagt. Siehst du genau hier. Und deswegen wollen wir euch jetzt mitnehmen. Kannst du gerade sehen, was wie in Paris was anders abgeht als in Deutschland? Hier gibt es ganz anders ab. Ne? Popcorn, oh, Merci. Sag Popcorn. Oh. Oh. Also das ist wirklich ganz typisch, das habe ich früher schon in meiner Zeit, als ich in Paris war, immer gesehen, dass die Leute wirklich hier so ihre kleinen Läden haben und alles so auf der Straße verkaufen. Du siehst Elektronikartikel und sowas. Hier in Frankreich gibt es auf jeden Fall keine Steuer. So Steuer kennen wir nicht. Und si, ils viennent. So, das heißt, wie er gerade sagt, wenn die Polizei kommt, nehmen die Sache, rennen die weg. Okay. Das siehst du, aber Steuer kennen wir nicht. Mo, man merkt hier dieses, die Leute haben keine Vertrauen in Journalisten und so. Ne? Merkst du, wenn du mit Kamera hier unterwegs bist, merkst du direkt, die Leute drehen sich weg. Während bei uns, die Leute gucken nur ein bisschen, aber denen ist das egal. Hier in Frankreich, die haben eine andere Kultur. Die sind hier in ihrem Gebiet,
in ihrem Viertel und die versuchen ihr Viertel zu beschützen, damit niemand von außen kommt und Informationen rauszieht. Das kommt, weil in Deutschland, in Holland oder irgendwo anders ist mehr so quasi halt offener, du kannst reden. Hier Beispiel, die Französen lieben Kamera nicht, das heißt, die hassen Kamera. Du musst natürlich jemanden haben, die was zu sagen hat in die Gebiete, in die Banlieue, wie die wohnen, die was zu sagen hat. Beispiel, der hat was zu sagen in sein Gebiet, natürlich kann ich freiwillig einen mitnehmen, dass er zeigen kann, was du sehen wolltest oder sehen willst. Nein, je sais, regarde, j'ai juste un salam. Moi, c'est Momo, moi, je suis un mec des Sarcelles. J'habite au Sablon, là, juste là. Voilà, l'autre côté, voilà, nous, là. C'est Garde Sarcelles. Mais après, c'est au calme. Ma famille, peace à eux. So Leute, jetzt nehmen wir euch ein bisschen mit hier in den sogenannten Rotlichtdistrikt. Obwohl das hier eigentlich kein wirklicher Rotlichtdistrikt ist, denn hier gibt es mehr nur zu gucken und weniger zum Anfassen. Wo man anfassen kann, das werden wir euch an ein paar Beispielen zeigen auf jeden Fall. Aber auch eine Stelle, die mir bekannt ist von früher, du kennst sie auch noch. Und wir führen euch einfach mal durch und gehen mit euch die ganze Straße entlang und zeigen euch, wie das ganze Spiel hier in Frankreich mit Rotlicht funktioniert. Let's go! Mit! Das hier ist alles... alles das Gebiet um diese Moulin Rouge. Hier in dem Bereich kriegst du nur Sexshows. Also du kannst live dabei zugucken, wie sich Leute vergnügen. Aber es ist sehr schwer hier, sage ich mal, selber als Mann zum Akt zu kommen. Ja? Aber es gibt immer so kleine Geheimecken. Komm mal mit. Dadurch, dass in Frankreich Prostitution komplett illegal ist, hast du überall so Massagesalons, wo du dir halt mal ordentlich die Laterne polieren lassen kannst. Ne? Und sowas ist dann so gekennzeichnet. Ne? Aber wir können jetzt wieder nach oben gehen, dann gucken wir uns mal ein bisschen von dem anderen an. Und Bruder, was sagst du? Du hältst dich zurück. Bei sowas hält mich zurück. Weil wenn es um Rotlicht geht, ist Mo immer ganz still und nur Cameo redet. Genau. Er muss seine sexy Balance halten, wisst ihr? Was auf jeden Fall auch hier krass auffällt, ist so viel Obdachlosigkeit auf jeden Fall. Die ganzen Touristen, die Leute schlafen überall, auf dem Boden, auf Matratzen und sowas. It's a lot of homeless people here, right? Weil die natürlich hoffen, dass sie von den Touristen, sag ich mal, ein paar Spenden abgreifen können. Ne? Das Wichtigste in Frankreich ist, du merkst auch, dass du hier in der Touristengegend bist, weil die Leute warten alle an der roten Ampel. Wenn du in anderen Ecken von Paris bist, die Leute gehen einfach drüber. Das ist halt so ganz typisch. Ne? Einfach so eine Live-Show, wo du halt dann Leuten beim Ab sozusagen zugucken kannst oder Table Dance. Die Shows wechseln sich in solchen Läden immer ab. Ja. Ist schon lustig, dass man in einem Rotlichtbezirk ist, aber im Grunde genommen gibt es nur was zu gucken und nichts zum Anfassen. Ja. Wie ich schon gesagt habe, viele obdachlose Leute hier. Überall. Hier ist auch wieder Live-Show. Hier, guck mal da, drüben, auf der anderen Seite, genau wie hier auch, überall diese Shops. Früher, als es das Internet noch nicht gab, war es mehr so, dass viel mehr Touristen und so da reingegangen sind und Videos und so gekauft haben. Er hat uns auf jeden Fall gerade gesagt, dass sich hier einiges auch in der Zeit verändert hat. Früher sind die Touristen viel mehr in die Läden reingegangen, um Videos zu kaufen, und seit das Internet da ist, machen die natürlich auch viel weniger Geld, weil die Leute natürlich weniger DVDs und so weiter und so fort kaufen, weil sie alles im Internet sich auf den Seiten halt angucken können. Ne? Was auf jeden Fall auch fällt, das ist mir auch schon aufgefallen, die ganzen Türsteher vor den Läden sehen ein bisschen anders aus als Türsteher bei uns. Und der Kollege hat schon gerade gesagt, wenn so einer wie ich kommt und hier Party machen will, sagen die von vornherein, nee, du kommst nicht rein,
nicht weil die finden, dass du falsch aussiehst, sondern weil die Türsteher meistens, sage ich mal, ein bisschen schlanker sind und dann keinen Bock haben, sich mit jemandem wie, oder sich mit Leuten, die meine Statur haben, zum Beispiel dann am Ende auseinanderzusetzen. Ja? Also, da hinten ändert dann der Bereich, das heißt, wir sind einmal so den kompletten Bereich durchgegangen. So, Displays. Also hier seht ihr auch zum Beispiel, das Ganze ist so als Spa und Entspannung aufgebaut, aber mit Happy End. Mit Happy End. Ja, wir können immer entspannen, wir kommen rein. Woher weißt du das? Oder ich habe viele Sachen erlebt, ich habe viele Sachen gesehen, aber diese Milieu mache ich so, ich lasse dann die Big Man nach. Also, das ist sein Milieu, so der kann besser erzählen. Mein Milieu was anders. So, Bruder, jetzt lass dann die rüber. Wenn sind auch so Hotels, sage ich mal, ein bisschen rot gekennzeichnet. Vielleicht kann man sich auch vorstellen, dass ab einer bestimmten Uhrzeit gewisse Damen hier, sage ich mal, Sachen anbieten und dann mit dir halt ins Hotel gehen oder so. Ne? Das kann man sich auch vorstellen. Bei dieser Straße, wie du siehst, sind kleine Hotels, die natürlich günstig ist. Wenn die da nicht was machen können in diese Gebäude, natürlich macht er natürlich da. Ja. Nimm die kleinen billigen Hotels, wo die Spaß haben kann und dann ja. Halt, Stundenhotel, ne? Wie man so schön und sagt. Mit, ne? Nur Happy Massage. So. Hier im Hintergrund siehst du auch wieder so typische Spa und sowas, Entspannung. Und das Ganze funktioniert hier eigentlich so, dass sowohl die Frauen wie auch die Männer Eintritt bezahlen oder ist anders geregelt und die gehen dann da rein. Und es ist sozusagen so, das, was da drin passiert, hat nichts mit dem Laden an sich zu tun. Falls die Frauen für irgendwelche Dienstleistungen zum Beispiel Geld nehmen, ist der Laden komplett davon weg, weil er halt nur ein Spa ist oder eine Sauna, wo sich Leute treffen. Und was die Leute dann machen, das ist praktisch deren Sache. Und so sind die wegen diesem Verbot, was wir hier haben, was Prostitution angeht, halt frei davon, dass sie irgendwelche Probleme oder sowas kriegen können. Meine Echten, auf jeden Fall, das war das Paris Hood Special. Ich glaube, wir haben einzigartige Einblicke gegeben. Keine Ahnung, ob in Deutschland jemals schon mal sowas jemand gemacht hat. Ich glaube nicht. Vielen Dank, Bruder, erstmal wieder an dich. Bitteschön. Für deine Unterstützung, deine Hilfe, dass du uns das näher bringst. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an Cheb Tariq, der mit den anderen Jungs das klar gemacht hat. Respekt an die anderen Jungs, die uns mit aufs Dach genommen haben. War eine gute Zeit. Dankeschön auch an Soman, der mit uns seine Geschichte geteilt hat. An dieser Stelle, Leute, was soll ich euch sagen? Max Cameo, Modinho, alle Leute, die dabei waren. Es geht weiter mit den Hood Vlogs. Abonniert meinen Kanal, folgt mir bei Instagram, folgt mir bei Facebook. Abonniert. Und wir sind draußen aus Paris mit vielen gang, Grüßen. Gang, 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 bam, bam.